Dominic Thiem scheitert beim ATP Masters 1000 Event in New York. Rapid ist am Weg nach Zagreb und KTM feiert den Sensationssieg. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen im KRONE AT Sportstudio. Dominic Thiem ist vor einigen Tagen nach New York gereist, um beim ATP Masters 1000 Turnier nach der Corona-Pause beim Tennis-Neustadt endlich wieder auf Punktejagd zu gehen. Das Turnier wurde wegen der Corona-Pandemie von Cincinnati nach New York verlegt und ist mit insgesamt 4,67 Millionen US-Dollar dotiert. Nach einer sechsmonatigen Pause auf der ATP-Tour ist Thiem gestern sein erstes Spiel beim ATP Masters 1000-Event angetreten. Trotz guter Form und intensivem Vorbereitungstraining während der Corona-Pause passiert das Unerwartete. Dominic Thiem kassiert gegen den Serben Filip Krajinovic eine bittere Abfuhr. Nach nur einer Stunde und zwei Sätzen mit 2:6 und 1:6 verliert er das Match gegen den Weltranglisten 32. Auch der Steirer Oliver Marach ist gestern im Doppelbewerb im Achtelfinale des Turniers in New York ausgeschieden. Gemeinsam mit seinem südafrikanischen Partner Raven Klaassen unterliegt der Österreicher dem Duo Jean-Julien Royer und Horia Tekau mit 3:6 und 4:6. Auf der Anlage in Flushing Meadows beginnen Ende des Monats auch die US Open. Beide Events werden unter strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln ausgetragen. Für das Grand Slam-Turnier bereitet sich Thiem nach seiner gestrigen Niederlage gerade bereits vor. Wir drücken unserem Weltranglisten-Dritten für die US Open, die ab 31. August beginnen, natürlich die Daumen. Für Aufregung sorgt der U21-Teamchef Werner Gregoritsch. Der 62-Jährige ist bei einem Tennisturnier in Wien offenbar kollabiert. Nach der Erstversorgung wurde Gregoritsch umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Herzattacke wird befürchtet. Erst vor 20 Jahren übersteht der U21-Teamchef eine Hodenkrebserkrankung. Genauere Details zu seinem momentanen Zustand kann man vor Abschluss aller medizinischen Checks noch nicht bekannt geben. Rapid steht morgen Abend in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League. Der Gegner heißt Lokomotiva Zagreb. Die Grün-Weißen wurden am Sonntag von der UEFA auf das Coronavirus getestet und alle Tests sind negativ ausgefallen. Heute früh startet schon der Charterflug nach Zagreb. In Kroatien wird die Mannschaft komplett abgeschottet, um für die optimale Isolierung zu sorgen. Im Hotel hat die Mannschaft sogar ein eigenes Stockwerk und eigenes Personal. Für die Grün-Weißen wäre der Sieg vor allem auch wirtschaftlich von großer Bedeutung. Damit wäre nämlich die Teilnahme an der Europa League Gruppenphase und somit Millioneneinnahmen sicher, was in der aktuellen Lage von Vorteil für Rapid wäre. Kübauer will die finanzielle Komponente jedoch nicht zu sehr in den Vordergrund rücken und hat keine Angst vor Lok Zagreb. Er blickt dem Match gegen die Kroaten positiv entgegen. Der Rapid-Coach muss nach dem Abgang von Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab auch einen neuen Kapitän benennen. Wer das ist, wollte er gestern allerdings noch nicht verraten. Morgen Abend um 19 Uhr startet das Zweitrundenspiel in der Qualifikation für die UEFA Champions League. Auf KRONE.at halten wir Sie im Live-Ticker natürlich wie immer am Laufenden. Vor der Box spritzte der Sekt und Spielbergsieger Miguel Oliveira wurde mit Bier begossen. So wurde der KTM-Sensationssieg am Sonntag in Spielberg gefeiert. Der KTM-Fahrer unterbricht mit dem ersten Platz am Red Bull Ring im 900. Rennen der Motorrad-Königsklasse die Ducati-Siegesserie. KTM ist nun endgültig in der MotoGP angekommen, so Sportmanager Pit Beirer. Jetzt lässt das Sensationsteam aber vorerst die Rollbalken runter. Für die MotoGP geht's in eine dreiwöchige Sommerpause. Das nächste Rennen in Misano findet am 13. September statt. Dann warten 9 Rennen in 11 Wochen. Es wird das härteste Programm aller Zeiten, aber nach den Erfolgen der letzten Wochen kann die Sommerpause zum ersten Mal so richtig genossen werden. Es hat gebraucht, aber nun ist man laut KTM-Boss Stefan Pierer der neue Maßstab. Wir blicken jedenfalls mit Spannung auf die Motorrad-Königsklasse im kommenden Herbst. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und sonnigen Dienstag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.